So Leute, willkommen bei meinem Black Ops 3 Top 5 Plays Woche 2. Ja, die Folgen sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber wir fangen trotzdem mal an. Und wie immer könnt ihr mir die Clips zusenden, das werde ich aber explizit nochmal am Ende erwähnen. Wie dem auch sei, kommen wir zu Platz Nr. 5. Dort haben wir den Exit, der spielt Hairshot auf Hunted und macht einen wunderschönen und cleanen 5-Man Onscreen in der M8A7. Einfach krass, wie schnell die Waffe früher mal geschossen hat und wie scheiße die einfach jetzt ist. So, den Keller auf Platz 4 sollte man eigentlich verprügeln und alle Finger abschneiden dafür, dass er mit Argus spielt, aber der haut einfach mal auf trockenen 7-Mann-Feed mit der Argus raus, bis er am Ende richtig elendig geflasht wird, aber so soll es ja auch sein mit Shotgun-Spielern. Kommen wir zu Platz 3, ich bin zwar kein Fan von nuklearen Abschussketten, aber was der Typ hier mit der Pharo macht, ist einfach nur krank. So eine Leitung will ich auch haben, weil der droppt ja die Gegner schneller als ein Hardcore. Insgesamt ist das eine 12 fucking Man-Abschlusskette mit der Pharo. Die Waffe sieht man jetzt auch online nicht so oft. Wirklich Respekt an dich, Kollege, für diesen Clip. Auf Platz 2 haben wir GHK Nightshree mit der Locust, der wartet ein bisschen und bam, haut einfach mal einen Triple Headshot Colette auf trocken raus. Der Typ war erstmal dann nach dem Clip und schreit wahrscheinlich die ganze Bude zusammen. So, und was der Typ auf Platz 1 macht, ist einfach nur sick, schaut es euch an. Oh mein Gott. Gott, ich habe echt Angst, dass das Video gestrikt wird, weil man eigentlich keine Vergewaltigung auf YouTube hochladen darf. Verdienter Platz Nummer Uno und nicht Numero Dos. Wie immer könnt ihr mir Clips zusenden, ich verweise euch dabei auf meine Facebook-Seite, sendet mir dort per Nachricht die Clips. Die müssen auf YouTube hochgeladen werden, mindestens in 27p verfügbar und natürlich ordentlich beschriftet sein, damit ich einfach gleich weiß, womit ich es zu tun habe, ob es ein 7-Mann-Headshot-Feed ist oder sowas oder ein 7-Mann-Feed mit CUDA und so weiter und auf welcher Map und so weiter, also einfach ordentlich beschriften. Ja Leute, 500 Likes für die Wiedereinführung der Top 5 Plays wären echt Premium. Wie immer danke fürs Zuschauen Leute, haut da rein, euer Valentin.